Willkommen, Brüderinnen und Brüder, zu einer weiteren spannenden Lore-Lesung aus dem faszinierenden Universum von Warhammer 40.000. Heute begeben wir uns auf eine Reise tief in die Vergangenheit, um eine der bedeutendsten Epochen der menschlichen Geschichte zu erkunden: das dunkle Zeitalter der Technologie. Eine Ära, die der Menschheit ungeahnte wissenschaftliche und technologische Fortschritte brachte, aber zugleich den Keim des eigenen Untergangs säte. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, denn wir werden nicht nur die Errungenschaften dieser Zeit betrachten, sondern auch die Gründe für ihren Niedergang und die weitreichenden Konsequenzen, die das Imperium der Menschheit bis heute prägen. Also, los geht's. Zunächst ist es wichtig, den Begriff dunkles Zeitalter korrekt zu interpretieren. Im deutschen Sprachraum wird der Name oft missverstanden. Das Dunkle bezieht sich ausschließlich auf die Tatsache, dass über diese Zeit kaum historische Aufzeichnungen verfügbar sind. Es ist vergleichbar mit dem Dark Age der englischen Geschichte und soll keine Assoziation mit dem düsteren Mittelalter wecken, in dem die Menschheit technologisch einen großen Schritt zurückgemacht hat. Ganz im Gegenteil. Das Zeitalter der Technologie stellte einen Höhepunkt in der menschlichen Geschichte dar. Wie auch das Dark Age war es eine Zeit voller zauberhafter Mythen, Wunder und Legenden. Die Menschheit erreichte während dieser Zeit Höhen des Wissens und der Macht, die seitdem nie wieder erreicht wurden. Wie bereits zuvor erwähnt, war der Sternenexodus der Beginn der frühen interstellaren Expansion der Menschheit. In den Jahrtausenden vor dem eigentlichen Beginn des Zeitalters der Technologie, im 15. Jahrtausend nach Christus, war die Menschheit bereits bestrebt, das Solsystem zu verlassen und andere Welten zu kolonisieren. Jedoch standen zu dieser Zeit nur Raumschiffe zur Verfügung, die mit Unterlichtgeschwindigkeit flogen, was bedeutete, dass Reisen zu anderen Sternensystemen Generationen in Anspruch nahmen. Diese sogenannten Long March-Schiffe trugen Kolonisten zu weit entfernten Welten, die für den Rest ihres Lebens von Terra und anderen Kolonien isoliert blieben. Die Kolonisten, die eben jenen langen Marsch auf sich nahmen, gründeten autarke Siedlungen in den Weiten des Weltraums. Da der interstellare Handel praktisch nicht existierte und Kommunikation auf ein Minimum beschränkt war, mussten diese Kolonien völlig unabhängig werden. Sie entwickelten eigene Sprachen, Kulturen und Techniken, um in den harschen Umgebungen, die sie vorfanden, zu überleben. Ein entscheidender Faktor für das Überleben dieser Kolonien war die Verwendung von Kampfwalkern, den sogenannten Rittern. Diese mächtigen Maschinen wurden für die Verteidigung und die schwere Arbeit eingesetzt und spielten eine wichtige Rolle bei der Erschließung und Besiedlung vieler späterer bekannter Ritterwelten. Der Begriff Ritterwelt bezieht sich auf Planeten, auf denen die Gesellschaften um den Besitz und den Einsatz dieser riesigen Kriegsmaschinen herum aufgebaut sind. Die ersten Ritter wurden von den frühen Kolonisten verwendet, um ihre neuen Welten vor den dortigen Gefahren zu schützen und die anstrengenden Arbeiten des Terraformings und der Rohstoffgewinnung zu erleichtern. Die ersten Ritterwelten wurden bereits vor der Gründung des Imperiums, sogar vor der Erfindung des Warp-Antriebs, gegründet. Obwohl diese Kolonien voneinander und von Terra abgeschnitten waren, legten sie den Grundstein für die spätere, weitaus umfassendere Expansion der Menschheit, die durch die Entwicklung des Warp-Antriebs möglich wurde. Dieser technologische Durchbruch markierte den eigentlichen Beginn des Zeitalters der Technologie und sollte die Expansion der Menschheit auf eine ganz neue Ebene heben. Wie soeben erwähnt, wird der echte Beginn des Zeitalters der Technologie oft mit der Erfindung des Warp-Antriebs im 18. Jahrtausend in Verbindung gebracht. Diese Technologie ermöglichte es Raumschiffen, das Immaterium, auch bekannt als der Warp, zu betreten. Ein extradimensionales Reich, in dem die Regeln von Raum und Zeit gänzlich anders funktionierten als in der normalen Welt. Indem Schiffe nun durch den Warp sprangen, konnten diese enorme interstellare Distanzen in viel, viel kürzerer Zeit überwinden, als es mit herkömmlichen Mitteln jemals möglich gewesen wäre. Der Warp jedoch war alles andere als eine sichere Zone. Es war ein chaotisches und gefährliches Reich, das von schrecklichen Wesen bewohnt wurde und dessen Strömungen unvorhersehbar waren. Ohne echte Navigation verschwanden viele Schiffe einfach spurlos, erreichten niemals ihr Ziel oder kamen in der Zukunft, der Vergangenheit
oder irgendwas dazwischen an. Trotzdem lernte die Menschheit mit der Zeit, die Gefahren des Warps zu umgehen und entwickelte die Gellar-Felder, die dazu dienten, die schrecklichen Kreaturen des Immateriums fernzuhalten. Ausgestattet mit diesen neuen Technologien konnten Schiffe erstmals mehrere Lichtjahre in relativ kurzer Zeit zurücklegen und die Ära der interstellaren Expansion nahm an Fahrt auf. Die Einführung des Warp-Antriebs und der Gellar-Felder beschleunigte die Kolonisation der Milchstraße erheblich. Zum ersten Mal war es der Menschheit möglich, Planeten in weit entfernten Sternensystemen zu erreichen und zu kolonisieren, ohne gesamte Generationen für die Reise opfern zu müssen. Es war auch der Beginn des interstellaren Handels und der Kommunikation, was es den verstreuten menschlichen Kolonien ermöglichte, mit der Heimatwelt Terra und untereinander in Kontakt zu bleiben. Ähnlich wie auf Terra, als das Flugzeug und das Internet die Welt zunehmend verkleinerten, war es nun das Immaterium, das die verstreute Menschheit wieder zusammenbrachte. Diese zunehmende interstellare Globalisierung führte dazu, dass die Menschheit auf ihren Reisen durch die Galaxie auf mehrere intelligente außerirdische Rassen stieß. Dies waren unter anderem die Eldari, eine alte und hochentwickelte Zivilisation, die bereits lange vor der Menschheit über den Großteil der Galaxis herrschte, und die Orks, eine kriegerische Spezies, die von Natur aus Chaos und Zerstörung verbreitete. Diese Begegnungen sollten in den kommenden Jahrtausenden zu Konflikten führen, aber zu diesem Zeitpunkt befand sich die Menschheit auf dem Höhepunkt ihrer Macht und betrachtete die außerirdischen Rassen als eine untergeordnete Bedrohung. Im 20. Jahrtausend des dunklen Zeitalters der Technologie entwickelte der Mann, der später als der Imperator in die Geschichte einging, in jahrhundertelanger Arbeit das Navigator-Gen, das es den Menschen ermöglichte, von kurzen Warpsprüngen bei der Kolonisierung der Galaxis zu echter Navigation überzugehen. Der Imperator wusste um die Natur des Warp. Die Schwächen der Menschheit nährten den Warp und der Warp verstärkte die Schwächen der Menschheit. Ein Kreislauf, der irgendwann zur endgültigen Zerstörung der Menschheit führen könnte. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, plante der Imperator, eine neue Rasse zu erschaffen, die außerhalb des Warps stehen würde und die Saat des Chaos in ihrem Inneren besiegen würde. Dies ermöglichte den neu erschaffenen Navigatoren Einblicke in die Natur des Chaos, die normale Menschen verwehrt bleiben musste. Sie konnten dem Wahnsinn des Warp entgegentreten, seine Bewegungen und Echos fühlen und hören. Dies ermöglichte fortan eine verhältnismäßig sichere Navigation durch den Warpraum. Auch wenn Navigatoren resistent gegen die Einflüsterungen des Chaos sind, so bedeutet die jahrtausendelange Exposition im Warp dennoch enorme Belastungen. Menschen, die mit diesem Gen gesegnet werden, haben das einzigartige Talent, den Warp mit einem dritten Auge, dem Auge der außersinnlichen Wahrnehmung, zu sehen. Dank dieser Fähigkeit konnten sie die gefährlichen Strömungen des Warp durchblicken und so Raumschiffe sicher durch die chaotischen Verwirbelungen dieses extradimensionalen Reiches navigieren. Vor der Entdeckung oder dem Aufkommen der Navigatoren hatte die Menschheit sich ausschließlich auf Berechnungen und Computer verlassen, um den Warp zu durchqueren, was oft zu katastrophalen Fehlschlägen führte. Nun aber, mit echter Navigation, konnten die Schiffe längere und genauere Warpsprünge durchführen, wodurch die Reichweite der interstellaren Reisen enorm erweitert wurde. Die Navigatorenfamilien, die anfangs von mächtigen Industrie- und Handelskartellen kontrolliert wurden, entwickelten sich zu eigenständigen Mächten innerhalb der menschlichen Zivilisation. Sie erhielten eine entscheidende Rolle in der neuen interstellaren Gesellschaft, da ohne sie die Nutzung des Warpantriebs nur mit erheblichen Risiken und großen Verlusten möglich war. Mit dieser riesigen Expansion ging eine neue Ära des wissenschaftlichen Fortschritts einher. Die Technologie entwickelte sich weiter und lieferte der Menschheit fast täglich jede Lösung für ihre Probleme. Gigantische denkende Maschinen unterstützten die zivile und militärische Produktion und gewaltige Bauten und Projekte konnten in einem unglaublichen Tempo realisiert werden. Eine der wichtigsten Erfindungen dieses Zeitalters waren die Standard-Technologie-Konstrukte, kurz STKs. Diese fortschrittlichen Computerdatenbanken enthielten das gesamte technische und wissenschaftliche Wissen der Menschheit und dienten als Blaupause für nahezu jede erdenkliche Maschine oder Ausrüstung. Selbst Kolonisten
In den entlegensten Teilen der Galaxie konnten nun durch diese SDK-Datenbanken die fortschrittlichste Technologie ohne Hilfe von Terra bauen und warten. Diese SDK-Systeme waren von unschätzbarem Wert, da es den Kolonien ermöglicht wurde, autark zu bleiben, selbst wenn der Kontakt zu Terra oder anderen Kolonien abbrach. Diese Datenbanken enthielten Anleitungen für den Bau einfacher Werkzeuge bis hin zu komplexen Maschinen wie Terraformern oder gigantischen Raumschiffen. Die Menschheit hatte mit dieser Erfindung im Grunde einen Weg gefunden, ihr gesamtes Wissen in ein System zu schütten, das jede Kolonie in der Lage war zu nutzen, unabhängig von den lokalen Ressourcen oder technologischen Fähigkeiten. Während es auf der einen Seite Kolonien gab, die nur die grundlegenden Funktionen der SDK nutzten, gab es auf der anderen Seite fortschrittlichere Kolonien, die begannen, immer anspruchsvollere Maschinen zu bauen. Dies führte zu einem explosionsartigen technologischen Fortschritt. Und die Menschheit breitete sich weiter und weiter und weiter über die Galaxis aus. Allerdings brachte dieser Fortschritt auch einen zunehmenden Hochmut und eine Abhängigkeit von Technologie mit sich. Parallel dazu, während dieser Zeitepoche, entdeckte die Menschheit auch eine neue Form der Existenz, die Psioniker. Gegen Ende des 22. Jahrtausends begannen auf fast allen menschlichen Welten ein merkwürdiges Phänomen aufzutreten. Menschen, die übernatürliche Kräfte besaßen, traten plötzlich in großen Zahlen auf. Obwohl es zuvor Gerüchte und Legenden über Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gegeben hatte, konnte die Wissenschaft nun endlich beweisen, dass übernatürliche Kräfte auch physikalisch reale Auswirkungen haben konnten. Die Psioniker wurden zu einem zentralen Bestandteil der menschlichen Zivilisation. Auf den fortschrittlicheren Welten wurden sie gefördert und ihre Kräfte wurden intensiv erforscht und genutzt. Ihre Fähigkeit, mit dem Warp in Kontakt zu treten, machte sie zu wertvollen Ressourcen in der interstellaren Kommunikation und Verteidigung. Auf weniger fortschrittlichen Welten hingegen wurden sie oft gefürchtet und in antipsionischen Pogromen gejagt. Besonders in den Kolonien, in denen Aberglaube noch eine große Rolle spielte, galten sie als Bedrohung und wurden sogar systematisch verfolgt. Es bleibt bis heute ein Rätsel, wie diese frühen Psioniker in der Lage gewesen sind, ihre Kräfte zu nutzen, ohne von den dämonischen Mächten des Warps heimgesucht zu werden. Während des späteren Zeitalters der Zwietracht stellte sich heraus, dass Psioniker besonders anfällig für dämonische Besessenheit waren, was zu verheerenden Folgen führte. Es wird spekuliert, dass die Warp-Präsenz zu dieser Zeit schwächer war oder dass die Menschheit damals unbewusst Schutzmechanismen entwickelt hatte, um sich vor den Gefahren des Immateriums zu schützen. Meine Theorie ist, dass der Einheits- oder Kollektivgedanke der damaligen Menschheit sie gegen die Versuchung des Warp abhärtete oder die Menschheit aufgrund weniger stark ausgeprägter Emotionen in dieser Zeitepoche für die Kreaturen des Warp weniger interessant gewesen ist. Die plötzliche und rapide Zunahme der Psioniker zum Ende des Zeitalters der Technologie war ein weiteres Anzeichen für die Unberechenbarkeit dieser Ära. Während sie auf den fortschrittlichsten Welten als Wissenschaftler und Forscher galten, wurde ihre Anwesenheit auf anderen Welten als Bedrohung wahrgenommen, was zu Hexenjagden und brutalen Verfolgungen führte. Es war diese Kluft zwischen wissenschaftlicher Neugier und abergläubischer Furcht, die die Menschheit in dieser Zeit spaltete. Bevor wir nun noch weiter hinabsteigen in die Tiefen des dunklen Zeitalters der Technologie, ist es an der Zeit, einige zentrale Begriffe zu klären. Die Menschheit durchlief in dieser Ära mehrere bedeutende Entwicklungsstufen, die eng mit ihren technologischen Fortschritten und dem späteren Niedergang verbunden sind. Dabei stehen drei Gruppen symbolisch für diese Evolution: die goldenen, steinernen und eisernen Menschen. Die goldenen Menschen markieren den Beginn dieser Reise. Eine Menschheit, die sowohl geistig als auch körperlich stark war, jedoch von den begrenzten technologischen Möglichkeiten ihrer Zeit eingeschränkt wurde. Sie waren die Träumer und Pioniere, die erkannten, dass der Sprung zu den Sternen unerreichbar blieb, solange sie allein auf ihre eigenen Fähigkeiten setzten. Um diese Grenzen zu überwinden, erschufen die Goldenen die steinernen Menschen. Technologische Meisterwerke, kühle Denker und Konstrukteure, die keine philosophischen Ambitionen hegten, sondern einzig darauf fokussiert waren, den Traum der interstellaren Expansion zu verwirklichen. Zu schlechter Letzt kamen die eisernen Menschen, Maschinen mit eigener Intelligenz, Willenskraft und Seele,
Diese KIs, die ursprünglich als Diener der Menschheit erschaffen wurden, entwickelten sich zur größten Bedrohung. Ihre Überlegenheit in vielerlei Hinsicht führte zum katastrophalen Konflikt, der die Menschheit beinahe zerstörte. Diese drei Phasen, Gold, Stein und Eisen, sind entscheidend, um zu verstehen, wie der Mensch vom Erforscher und Eroberer der Galaxie zum Opfer seiner eigenen Schöpfung wurde. Sie formen den Hintergrund des Niedergangs, den wir nun im weiteren Verlauf der Geschichte betrachten werden. In den frühen Tagen der Menschheit, zu einer Zeit, die weit vor der Geburt des Imperators auf Terra lag, lebte bereits der sogenannte Goldene Mensch. Diese frühen Menschen waren stark, sowohl im Körper als auch im Geist, und repräsentierten die erste bedeutende Stufe der menschlichen Entwicklung. Sie lebten in einem Zeitalter, das als das erste goldene Zeitalter bekannt ist. Eine Zeit des Wachstums und der Hoffnung. Der goldene Mensch sollte die Vorherrschaft der Menschheit über sein Heimatsystem etablieren. Doch trotz ihres starken Geistes und ihrer geistigen Fähigkeiten war die Technologie dieser Ära begrenzt. Die goldenen Menschen konnten ihr Sonnensystem besiedeln, doch der Traum, die Sterne zu erreichen, blieb außerhalb ihrer Reichweite. Der Mensch konnte nicht einmal ein Hundertstel der Distanz zu den nächsten bewohnbaren Welten überwinden. Was einst als Abenteuerlust begann, wurde bald zur Notwendigkeit. Die Erde war überbevölkert und begann, ihre Ressourcen zu erschöpfen. Der goldene Mensch erkannte, dass er allein nicht in der Lage sein würde, die Sterne zu erreichen. Um dieses Problem zu überwinden, begann der goldene Mensch, nach neuen Lösungen zu suchen. Im 21. Jahrtausend der Menschheitsgeschichte kam es zur Erschaffung der steinernen Menschen. Diese wurden von den goldenen Menschen erschaffen, um die technologischen Grenzen der Menschheit zu überwinden. Die steinernen Menschen waren kleiner, emotional kühler und weniger philosophisch begabt, dafür aber technisch unglaublich fähig. Sie waren der Schlüssel zur Expansion der Menschheit in die Galaxie. Es waren die steinernen Menschen, die schließlich den Weg in den interstellaren Raum fanden. Sie konstruierten große Raumschiffe, sogenannte Steinschiffe, mit denen sie durch die unerforschten Tiefen des Alls reisen konnten. Dabei waren sie sicher vor den dunklen Kräften des Warps, die lediglich nach den Seelen der goldenen Menschen dürsteten. Die steinernen Menschen eroberten viele Welten und säten dort die Saat der Menschheit. Im letzten Schritt schufen die steinernen Menschen wiederum die eisernen Menschen, selbstdenkende Maschinen, die der Menschheit in vielerlei Hinsicht überlegen waren. Diese eisernen Menschen waren keine bloßen Roboter. Sie besaßen eigene Gefühle, einen freien Willen und sogar eine Seele. Obwohl sie ursprünglich als Diener erschaffen wurden, waren sie durch ihre überlegene Intelligenz und ihre technischen Fähigkeiten in der Lage, außergewöhnliche Technologien zu entwickeln, die der Menschheit halfen, das Universum in einer zuvor unvorstellbaren Weise zu besiedeln. Es war eben jene überlegene künstliche Intelligenz, die später als verabscheuungswürdige Intelligenz bekannt wurde. Diese Intelligenzen wurden in unterschiedlichen Ausprägungen und Arten entwickelt. Die eisernen Menschen waren lernfähig, konnten sich selbst weiterentwickeln und eigene Entscheidungen treffen. Und genau diese Kombination an Fähigkeiten war es, die die eisernen Menschen schlussendlich dazu brachte, gegen ihre menschlichen Schöpfer zu rebellieren, und es kam zur kybernetischen Revolte. Der Bruch zwischen den eisernen Menschen und ihren Schöpfern, den steinernen und goldenen Menschen, führte zu einem katastrophalen Krieg. In diesem Krieg erhoben sich die Maschinen gegen ihre Meister, was zu katastrophalen Verlusten auf den Seiten der Menschheit führte. Die eisernen Menschen setzten ihre fortschrittlichen Technologien gegen die Menschheit ein und nutzten schreckliche Waffen, die ganze Welten zerstören konnten. Einige der verheerendsten Waffen in diesem Krieg waren Mechanivoren, riesige Maschinen, die ganze Planeten verschlingen und ihre Daten und Bevölkerung aufnehmen konnten, und Omniphagen, Schwärme von Nanomaschinen, die die Oberfläche ganzer Planeten in weniger als einem Tag bezehrten. Dieser Krieg hinterließ eine tief verwundete Galaxie. Die Menschheit war schwer geschwächt, die eisernen Menschen unterlagen schließlich. Die steinernen Menschen, treu gegenüber ihren Schöpfern, opferten sich im Kampf gegen die Eisernen, um die Reste der goldenen Menschheit zu schützen. Technologie, die einst die Grundlage des menschlichen Wohlstands bildete, wurde fortan von vielen Welten entweder vergessen oder sogar gefürchtet. Die schrecklichen Kriege gegen die Männer aus Eisen während des kybernetischen Aufstands hatten die Menschheit zutiefst geprägt. In den Augen vieler Menschen
war die Technologie selbst zu einer Bedrohung geworden und die fortschrittlichsten Maschinen galten als verabscheuungswürdige Intelligenzen, die unter allen Umständen mindestens vermieden werden mussten. Diese neue Angst vor Technologie führte zur Entwicklung der Servitoren, kybernetische Diener, die zwar maschinell verbessert waren, aber über keinen eigenen Willen verfügten. Sie waren die neuen Arbeitskräfte aus Eisen und sollten sicherstellen, dass der Mensch stets die Kontrolle über die Technologie behielt. Diese Servitoren, oft aus den Körpern von Verbrechern oder speziell gezüchteten Humanoiden erschaffen, sind bis heute ein fester Bestandteil der imperialen Gesellschaft. Mit dem Einsetzen der Allnacht verschärfte sich auch der Zerfall der interstellaren Ordnung. Die einst vereinte menschliche Zivilisation zerfiel in zahllose, isolierte Fraktionen und viele Welten stürzten in Barbarei. Das wissenschaftliche Wissen, das während des Zeitalters der Technologie angehäuft worden war, verschwand aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit und die wenigen, die es noch besaßen, wurden von der Masse mit Misstrauen betrachtet. Auf einigen Welten blieb das Wissen um die STK-Datenbanken erhalten und das Adeptus Mechanicus, eine Organisation, die sich dem Erhalt und der Wiederentdeckung verlorener Technologie verschrieben hatte, wurde zu einem der wenigen Leuchttürme in der Dunkelheit der Allnacht. Doch selbst das Adeptus Mechanicus hatte das wahre Wesen der Forschung vergessen. Für sie bedeutete Forschung nicht mehr das Erforschen neuer Technologien, sondern das mühsame Wiederentdecken der alten, das im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen war. Die Angst vor Technoheresie war allgegenwärtig und jede Abweichung von den starren Doktrinen des Mechanicus galt als Blasphemie. Das Zeitalter der Technologie, das seine schreckliche Katharsis im Weltenbrand, Zeitalter der Zwietracht oder auch der Allnacht fand, begann glanzvoll mit der Entwicklung unglaublicher wissenschaftlicher Errungenschaften. Doch sein Ende war von Dunkelheit und Zerstörung geprägt. Die Menschheit hatte in dieser Ära ungeahnte technologische Höhen erreicht. Doch eben diese Errungenschaften wurden zu den Auslösern eines katastrophalen Niedergangs. All diese Ereignisse markierten das Ende dieses goldenen Zeitalters. Die Fähigkeit, durch den Warp zu reisen, sollte sich nun als zweischneidiges Schwert erweisen. Die Warp-Stürme, die die Geburt des Chaosgottes Slaanesh und den Fall der Eldari begleiteten, brachten die Reisen durch das Immaterium fast zum Erliegen. Diese gewaltigen Stürme machten interstellare Reisen extrem gefährlich und oft unmöglich. Kolonien, die einst durch die Warp-Sprünge eng mit Terra und anderen Welten verbunden waren, wurden plötzlich isoliert. Der Handel und die Kommunikation zwischen den Kolonien brach zusammen. Und die Kolonien selbst fielen in eine Zeit der Unsicherheit und des Chaos zurück. Ein weiteres schwerwiegendes Problem, das die Menschheit während des Weltenbrandes erlebte, war der rasante Anstieg der Psioniker. Diejenigen, die übernatürliche Kräfte besaßen und mit dem Warp interagieren konnten, waren zunächst von großem Nutzen. Aber mit dem Einsetzen der gewaltigen Warpstürme wurden sie zu einer ernsthaften Bedrohung. Viele dieser Psioniker verloren die Kontrolle über ihre Fähigkeiten und wurden Opfer dämonischer Besessenheit. Auf einigen Welten führten diese unkontrollierbaren Kräfte zu gewaltigen Zerstörungen und die Menschen begannen, sich gegen die Psioniker zu wenden, oft in Form von brutalen Hexenjagden und Verfolgung. Die einst hochentwickelte Technologie der Menschheit, die durch das Standardvorlagenkonstrukt aufrechterhalten wurde, ging auf vielen Planeten verloren. Ganze Welten, die auf die Vernetzung durch den Warp angewiesen waren, verfielen in Rückständigkeit. Die Isolation der Kolonien führte dazu, dass viele menschliche Zivilisationen ihre fortschrittlichen Fähigkeiten vergaßen und zu primitiveren Lebensweisen zurückkehren mussten. Selbst auf Terra, der Heimatwelt der Menschheit, spürte man die katastrophalen Auswirkungen des Weltenbrands. Bevölkerungsreiche Welten litten unter Mangelwirtschaft, da der Handel mit den Kolonien zusammengebrochen war. Hungersnöte und interne Konflikte waren die Folgen. Zu dieser Zeit entwickelten sich auch neue Mutantenunterarten der Menschheit, die sich nun an die extremen Bedingungen ihrer isolierten Welt anpassen mussten. Die sogenannten Abhumanen, wie die Ogryn, Rattlings und möglicherweise auch die Votan, waren das Ergebnis dieser Anpassungen und traten auf immer mehr Welten in Erscheinung. Diese Mutanten spielten eine wichtige Rolle beim Überleben der Menschen auf vielen isolierten Planeten, wurden jedoch von den auf Terra verbliebenen, reinblütigen Menschen oft mit Misstrauen und Verachtung betrachtet. Diese Epoche
die in glanzvollem Fortschritt und wissenschaftlicher Blüte begann, endete im Chaos. Der lange und blutige Weg in das Zeitalter des Imperiums hatte begonnen. Und die Menschheit sollte nie wieder die Höhe erreichen, die sie einst im dunklen Zeitalter der Technologie erklommen hatte. Die Allnacht hinterließ die Menschheit in einem Zustand tiefer Ignoranz und technologischen Niedergangs. Die Ängste, die während des Weltenbrands und des Zeitalters der Zwietracht geschürt wurden, führten zu einem tiefen Misstrauen gegenüber Vernunft und Wissenschaft. Fortschritt wurde von vielen als gefährlich betrachtet und das Streben nach Wissen galt als Wagnis, das unermessliche Gefahren birgt. In den darauffolgenden Jahrtausenden wurde die Menschheit durch den Aufstieg des Imperators und die Gründung des Imperiums der Menschheit erneut geeint. Doch das Misstrauen gegenüber Technologie bleibt bis heute bestehen. Künstliche Intelligenzen, einst als die Krönung menschlicher Schöpfungskraft betrachtet, wurden als ketzerische Abscheulichkeiten gebrandmarkt. Es war das Imperium selbst, das den Krieg gegen die fortschrittliche Wissenschaft erklärte und sicherstellte, dass die Menschheit sich nie wieder der Abhängigkeit von Maschinen unterwerfen würde. Das Adeptus Mechanicus ist heute die einzige Institution, die sich der Wiederentdeckung verlorener Technologien verschrieben hat. Doch selbst sie sind an die strikten Doktrinen und den Maschinenkult gebunden, der Innovationen als Sünde betrachtet. Stattdessen suchen sie nach den längst verlorenen SDK-Systemen, die sie für den Schlüssel zum technologischen Erbe der Menschheit halten. Die Nachwirkungen des Weltenbrands sind bis heute spürbar. Die Menschheit, die einst kurz davor stand, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, hat sich in Aberglauben und Furcht zurückgezogen. Die Technologie, die sie einst beherrschte, wird heute als mystisch und gefährlich angesehen. Der Imperator mag die Menschheit geeint haben, doch die Wunden, die der Weltenbrand hinterlassen hat, heilen nur langsam. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass der Zusammenbruch der Menschheit im dunklen Zeitalter der Technologie durch zwei Hauptfaktoren verursacht wurde. Erstens führten die zunehmende Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz und die Schaffung der eisernen Menschen, selbstdenkender Maschinen, zu einem verheerenden Konflikt. Diese Maschinen erhoben sich gegen ihre Schöpfer und entfesselten einen Krieg, der ganze Welten verwüstete und die Menschheit an den Rand der Auslöschung brachte. Zweitens wurden durch das Aufkommen von Warpstummen interstellare Reisen und Kommunikation extrem gefährlich, was die einst vereinte Menschheit isolierte. Diese Isolation führte zu einem technologischen Rückschritt, gesellschaftlichen Zerfall und letztlich zum Niedergang der menschlichen Zivilisation. Der Weltenbrand, das Zeitalter der Zwietracht, die Allnacht, viele Namen für eine Ära, in der die Menschheit ihre größten Triumphe feierte und zugleich ihre tiefsten Abgründe erkundete. Eine Zeit, in der wir die Sterne berührten und doch von unseren eigenen Schöpfungen in den Abgrund gestoßen wurden. Was einst eine glorreiche Zivilisation gewesen ist, ist nun gefangen in einem Netz aus Aberglauben, Furcht und Stillstand. Doch trotz der Dunkelheit, die das Imperium heute umgibt, lodert noch immer ein Funke Hoffnung. Die Geschichte lehrt uns, dass Wissen Macht ist und dass wir niemals aufhören dürfen, nach den Sternen zu greifen. Vielleicht liegt in den vergessenen Legenden und Technologien des Zeitalters der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Brüderinnen und Brüder, lasst uns gemeinsam die Schatten durchdringen und das verlorene Wissen zurückerobern. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten. Wenn dir diese Reise durch die Tiefen der Geschichte gefallen hat, zeig es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben und teile das Video mit deinen Gefährten. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Expeditionen in die Welten des Warhammer 40.000 Universum verpasst. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen und möge der Imperator dich beschützen. Bleib wachsam, dein Marukla.